Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Goblinstone. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Jo, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Goblinstone. Ja, beim letzten Mal mussten wir schwere Verluste hinnehmen. Sind zum ersten Mal komplett draufgegangen. Diese scheiß Zombies, ne? ja. Wir haben hier noch eine Empty Chamber. Unser nächstes Goal wäre auf jeden Fall die Guards Guild hier freizuschalten. Dafür brauchen wir Holz und hier Fibers. Und dafür ziehen wir jetzt wieder in die Welt hinaus mit unserer neuen Goblin-Heldentruppe. Mögen sie mehr Erfolg haben als die letzte. Okay, das ist die Karte. Wir haben direkt ein Event vor uns. Das ist der Ort, wo unsere Kameraden gefallen sind. Wie werden sie rächen? Diesmal gehe ich in Tough Battle da oben eventuell aus dem Weg. Das hat uns ja letztes Mal das Leben gekostet. Ist das ein Zombie? Das ist ein Skelett. Der Konflikt des Skeleton. Upon the road, a binning skeleton appears to be muttering to itself. Catching sight of the goblins, it beckons for their attentions. Sirs, a moment of your time, if I may, it shatters. I've been grappling with conflicting frogs, a yearning to assail the living tracks at me. Yet I believe it to be waked. The skeleton appears entangled in an ethical quandary. Ich kann eh nur eins nehmen, ne? Test of Spirit. Drei, fünf, kann eigentlich nicht mehr reinkacken. Das war recht einfach. The goblins offered a council, suggesting that if the skeleton embraces its natural instincts, its purpose will eventually be revealed. The skeleton considers in their words nodding thoughtfully. I shall heed this wisdom, and henceforth do as I please, it adds. Accept this as a token of my gratitude. Wir haben einen Blue Weapon Orb. 20% Chance zu stunnen. Was gebe ich einem der Magier? Wir gehen auf jeden Fall unten lang. Hone their skills, for they will be tested. Armo ab, auf jeden Fall. Den ich zeige dir den Fingermove. Und den Heal. Wie gesagt, wir gehen auf jeden Fall unten lang. Wir versuchen, die heftigen Kämpfe zu vermeiden. Weil die können uns wirklich Kopf und Kragen kosten. Mit den Schleimen kommen wir wesentlich besser zurecht. Das sind aber auch Spinnenleins. Aua. Finger zeige ich dir. Ich glaube, die Spinnen wollen nicht im Nahkampf kämpfen. Ich werfe das Messer auf die hinterste Spinne. Pam. Noch mehr Poison. Die Spinnen muss ich auf jeden Fall fokussen. Ich kann Heebie-Jeebies gerade gar nicht einsetzen. Weil ich geslowt bin.
Stein. Viele Gift macht mich fertig. Alter, ich sehe hier nur Gift. Ich muss auf jeden Fall die Spinnen fokussen. Oh, Blood Rupture. Ach, kann man nur auf den ersten. Das dachte ich mir auch gerade. Ich kann einen von beiden safe killen. Ich würde sagen, die mit mehr Leben. Potenziell nerviger. Healing Chant. Wenn ich kann, healen. Ich zeige dir den Finger. Weg. So, nur noch zwei Gegner. Gleich habe ich ja Glück. Leider kein Crit. Aber vier hält das Vieh in definitiv nicht mehr aus. Weg mit dir. A precise assault. Schadenstreak. Stein. Ich salvage schon mal. Das Ding stirbt jetzt eh. Kann ich ja noch mal heilen vorher. A galvanizing victory. So, ich würde sagen, wir nehmen den Schrein mit. Das klingt nett. The goblins have been blessed. Oben gehen wir auf keinen Fall lang gleich. Sind ja zwei Kämpfe direkt hintereinander. Was war das denn? Was ist das für ein Symbol? Ach, später anfangen. Gut, dass die geslowt sind. Ich zeige dir den Finger. Sollte man ein bisschen länger slow bleiben. So, Sudden Strike. Schade, hätte ja auch ein Crit sein können. Na schade, ich habe nicht den Zauber bekommen gerade mit hier geslowten mehr Schaden. Ich kann ja trotzdem noch ordentlich auf den Putz hauen. Am besten bei ihm hier, weil bei ihm gleich weg ist.
Oh, zwei Crits. Ach, hört auf mit Shuffle. Ja, Blutrupture bringt bei denen überhaupt nichts. Genauso das Messer. Bei Zombies könnte ich bluten. Kommt ein bisschen spät, aber macht trotzdem noch gut Schaden. Okay, never mind. Den Zauber tue ich gleich wieder weg. Nachdem wir hier fertig sind. Aber es hat alle gestunt, wenn ich das richtig gesehen habe. Weg mit dir. Nope. Ich würde sagen, den zuerst, weil er fast tot ist. Ein bisschen Glück. Ja, ich habe den hinteren getroffen. Na, hinten mit dir. Komm. Oh Mann. Ich kann noch mal healen. Der Heal ist gut. Der andere Angriff für die Zauber, den ich gerade eben zugefügt habe, beziehungsweise letzte Folge. Ich mache ja hier Aufnahme-Sessions. Der ist kacke. Steinchen! Und perfekt, Wacky. Hier sind wir jetzt ein bisschen anständiger durchgekommen. Ohne uns zugrunde zu richten. Ich würde sagen, den Healing-Shunt noch mal verbessern. Sticky. Und dann würde ich noch sagen, Wacky. So, was sagt denn die Karte? Wir gehen 100 pro unten lang. Lohnt sich ja 10 mal mehr. Vor allen Dingen habe ich da nicht den harten Kampf vor mir. Es gibt kein XP-System in der Hinsicht in diesem Spiel, ne? Also ich habe nichts davon, gezielt auf die stärkeren Gegner zu gehen. Außer dass meine Goblins halt wesentlich eher drauf gehen. Das da ist ein neuer Gegner. Und ich glaube, ich will gar nicht rausfinden, was Hinky Punk kann. Ich weiß nur, dass ich ihm den Finger zeige. Und dieses Blessing, ne? Von dem Schrein, dass sie alle langsamer werden, das ist nett. Ich kann nicht den, ach, ich will ihn zumindest einmal angreifen lassen. Guck mal, selbst wenn die diese, den Slow-Effekt drauf haben, das macht kaum Schaden. Werde mal langsamer. Das macht echt gar keinen Damage. Der Zombie darf auf keinen Fall drankommen. Der Zombie ist der Schlimmste unter denen. Warum kriege ich nie Crits? Es kam nicht zum Angriff. Irgendwie war das gut oder schlecht? Schlecht in Hinsicht von, wir wollen ja schon wissen, was die Viecher können. Aber das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir das Ding gesehen haben.
Ach, das wollte ich unter anderem verhindern. Der Schädel, der ist echt halb so schlimm. So, werde schnell. Dann ist auch mein Heal tatsächlich später besser. Finger ich dir zeigen. Und zwar den Stinkefinger. Stein. Umso besser, wenn er sich boostet. Dann greift er nicht an. Okay. Für unsere gefallenen Freunde. Oh, Geld. Ich glaube nicht, dass wir nochmal einen Kampf vor uns haben. Deswegen gehe ich nach unten. Der Schmied lohnt sich so gesehen überhaupt nicht. Ach, der Priester mal wieder. Hallo, dich kennen wir doch. Gib uns mal mehr Max-Leben. Goldene Mitte. Danke sehr. Auch wenn das wahrscheinlich überhaupt keinen Unterschied macht, da eh kein Kampf vor uns ist jetzt. Oh, wir können uns hier nochmal gönnen. Diligence bears its fruit. Heilen wir mal unsere Verletzten. Steinchen. Patience is bitter, but its fruit is sweet. Hallöchen. An intriguing selection. Da haben wir auf jeden Fall einiges. Noch machen wir nicht wirklich Minus. Kommt jetzt eh kein Gegner mehr, ne? Just what's needed. Also brauche ich eigentlich nichts anderes kaufen. Da ist halt der Exit schon. Diesmal haben wir es geschafft. A modest fortune. Oh, hat das hier noch ein zweites Gebiet? Wir müssen unseren Ork-Freund retten. Certain that the putrid burlap sack contains the old Ork. The goblins summon their courage and attack under the shadow of night. Ein Moment. Wheel and surprise. As they scramble to face the ambush. Wollt mich nur einmal ganz kurz dafür aus dem Bild packen. Für das Bild da.
Warum haben wir alle weniger Leben? Mir gefällt es nicht, wie viel Leben die haben. Aua! Ich würde sagen, das ist die beste Option gerade. Injuries mount. Die machen verdammt viel Schaden. Oh, ich kann die nicht langsam machen. Nein, lasst ihn in Ruhe. Das kann's dann. Machen wir direkt den nächsten gestunt. Excellent strike. Ich wollte unbedingt ihn vernichten. Aua. Die macht verdammt viel Schaden. Mal ein paar Messer. Fiesling. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, dass wir mindestens einen verlieren. Heebie-jeebies. Schade, nix, was auf Bluten geht. Ich muss mal Damage machen. Ach komm. Die wollen ihn unbedingt umbringen. Heebie-jeebies. Ja, Blood Rupture. Endlich kann ich es nutzen. Boah, sah das krass aus. Der Schild hält ihn am Leben. Ich stun den da. Excellent strike. Ach, jetzt hört auf mit eurem Frühstück. Dass sie sich durchgehend stunnen lassen. Das hätten wir gerade keine so gute Idee.
So, tschüss. War sogar ein Crit. So, slice den Dagger mal auf den da ganz hinten. Kann ich ihn mit Bloodrupture eventuell vernichten. Krieg direkt der nächste bluten. Ich probiere es nochmal. Ja, zumindest ein. Ja? Savage klingt gerade nach einer guten Idee. Wollen nicht ihn intercepten, die wollen eh ihn. Ja, stand ihn ruhig, während er da hinten ist. Der Heilzauber hält uns so hart am Leben. Ich würde das übrigens sagen, dass das hier als Bosskampf durchgeht. Bloodrupture kann ich leider nicht auf ihn verwenden. Aua. Ach, jetzt hört er mal auf, ihn durchgehend zu stunnen. Schieb den mal nach hinten, damit der andere vorne steht. Schade, keine Blood Rupture. Ich meine, der kann auch am Bluten sterben, ne? Ich mach lieber das hier, dann stirbt er safe. Den anderen, die anderen hat's gestunt. Auch wenn es da nicht beisteht, das stunt die. Slice den Digger auf ihn als nächstes. Aua. Es ist eigentlich irgendwo gut, dass sie sich gerade den Verteidiger die ganze Zeit rauspicken wollen. Weil bei ihm kann ich die Abwehr erhöhen, bei den anderen nicht. Muss halt nur bei jeder Gelegenheit heilen, die ich habe. Okay, da hinten kann er ruhig gestunt sein. Machen wir auch auf ihn Slicing Dagger. Du gestunt, bitte. Komm. Ja, Bloodrupture. Obwohl ich Wacky immer noch stärker finde. Warte mal, ich nehme das hier tatsächlich. Nein! Okay, damit habt ihr euer Leben verwirkt. Stein. Schein der Macht. Momentan geht's allen gut.
Ja, Wacky ist immer noch wesentlich mächtiger. So, nur noch einer. Hier treten wir in den Arsch. Hat er sich selbst gebufft? Blood Rupture. Verreck. Für unseren toten Freund. Einen Moment. Ich bin ganz schnell. Free the old orc. The orc's face is drawn taut with dread, for he heard Hollis. Tut mir leid, dass das Spiel halt immer sich auf stumm schaltet, wenn ich raus habe. He frantically gestures north to the hinterlands before vanishing into the tenebrous tangle of the surrounding woodland. Also, ich hole mich wieder ins Bild. Oh, so viel Cash. They can carry no more. Was ist das? Kann man da reinpacken. Das ist jetzt sowieso weg, wenn ich hier weggehe. And ready for the road. They can carry no more. Das kann weg. Und da das alles sowieso mehr wert ist als das Geld. Ist mehr wert als das hier insgesamt. So. Können wir den letzten Rest auch noch mitnehmen. Der letzte Encounter war fies, aber das war auch definitiv ein Bossfight. Alter, so viel Cash mit den Gems jetzt, ne? The Orc seemed to be in a rush. Follow him to the hinterlands and discover the cause of his urgency. A goblin hunter has wandered into your campgrounds. Equipped with a spear or axe, these goblins specialize in range attacks and dangerous traps. Eine neue Goblin-Klasse. Auf jeden Fall willkommen, ne? A promising young fella. Der da hat relativ gute Werte, der ist auch noch willkommen. Okay, Zeit für Cash. Alter, machen wir hier gerade plus 4.500. An honest bargain. So, wir haben ja jetzt auch einen Hunter. Der hat aber wahrscheinlich keine Waffe direkt von Anfang an. Wir kaufen dann mal den Longstick für ihn. Fair trade. Hunter's Guide is now available. Und nochmal drei Sachen zum Verkaufen. Und nochmal 1000 plus gemacht. Geld haben wir auf jeden Fall. Was kostet mich denn eine Hunter's Guide? Auch 15 Holz. Das einzige, was ich nie so wirklich habe. Ich hol mal hier tatsächlich Blood Rupture raus aus dem Teil hier. Wenn man das damit kombiniert, das wäre richtig krass. Aber ich hole Exterminate, glaube ich. So, und hier bei dem Schaman. Das da ist Ends Kacke.
Wo ich lieber wieder Soul Gate rein. Auch wenn es die Gegner stunt. Ich finde den Move trotzdem nicht sonderlich geil. Der macht gar keinen Damage. Das ist halt wirklich nur ein Gruppenstunner. Obwohl, wenn ich so drüber nachdenke. Dann bräuchte ich halt die normalen nicht mehr, ne? Aber ist es das wert, dafür, dass die dann keinen Damage wirklich machen? Aber vielleicht lag das auch nur an irgendeiner Waffe, die ich dabei hatte. Warte mal. Wahrscheinlich der mit dem Stein. Nee. Es lag nicht an der Waffe. Dann, obwohl es da nicht steht, dann stunt die auch. Okay, in der Hinsicht ist die besser. Dann brauche ich halt wirklich die ganz normalen nicht mehr mitnehmen. Okay. Guard Scythe auf jeden Fall als nächstes. Dann kriege ich nämlich direkt das Zeug, was ich auch für die Hunter Scythe brauche. Halt vom Zeug her, was ich bauen will. Wir können hier jetzt auch ruhig einmal wieder nach unten investieren. Dann haben wir wieder mehr Räume zur Verfügung. Kaufe ich mal in beide Richtungen noch einen Raum. Dann haben wir auch in der Hinsicht direkt die Chambers zur Verfügung. Na gut, Leute, ne? Der Part ging jetzt wirklich mehr als lang genug. War ein bisschen länger als sonst. Hing aber auch damit zusammen, dass es einen Bosskampf gab. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr ja den Drill. Ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ciao, Leute. Bis dann.